Wenn die Kapillaren ungesund sind, ist zwangsläufig auch der gesamte Organismus ungesund. Katsuzo Nishi über die Möglichkeiten zur Verbesserung der Kapillaren. Meine Krankheit hat mich zum Denken gemacht. Ich habe lange gedacht, warum ich krank werde, warum Menschen krank werden, warum hängt schon in so jungen Jahren das Siegel des Todes über mir. Schließlich sagten die Ärzte meinen Eltern direkt, dass ich nicht 20 Jahre alt werden würde. Ich begann, in der Welt um mich herum, in der Natur, nach Antworten auf diese Fragen zu suchen. Mit der Zeit kam ich zu dem Schluss, dass Menschen krank werden, weil ihr Lebensstil gegen die Naturgesetze verstößt. Eine solche Entdeckung machte einst der berühmte japanische Wissenschaftler Katsuzo Nishi. Laut Nishi verfügt der menschliche Körper über natürliche Heilkräfte, die dabei helfen, die Gesundheit zu erhalten und Krankheiten loszuwerden. Der Wissenschaftler führte Forschungen durch, die ihm dabei halfen, den Ort dieser Kraft im Körper zu bestimmen. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um das Kreislaufsystem handelte. So kam Katsuzo Nishi zu dem Schluss, dass die menschliche Gesundheit davon abhängt, wie frei das Blut durch den Körper zirkuliert und welche Zusammensetzung es hat. Und das alles hängt in erster Linie von der Arbeit der Kapillaren ab. Wie kann es verbessert werden? Forschungen von Katsuzo Nishi. Katsuzo Nishi führte eine Reihe von Studien zum blutkranke und gesunde Menschen durch. Die Forschungsergebnisse überzeugten dann Wissenschaftler davon, dass diese Flüssigkeit von Natur aus mit Kräften ausgestattet ist, die unermüdlich gegen Schadstoffe kämpfen, die in der Körper gelangen oder sich darin bilden. Alles in unserem Körper ist miteinander verbunden. Und die wichtigste Bindungskraft ist unser Kreislaufsystem. Das Blut fließt durch alle Organe und Systeme und nährt sie. Wenn diese Flüssigkeit weiter durch ein krankes Organ gelangt, trägt sie bereits die Krankheit. Können also andere Organe gesund bleiben, wenn mindestens eines ungesund ist? Nein, eine Krankheit zieht unweigerlich eine andere nach sich, erklärte Katsuzo Nishi. Die Blutzirkulation beginnt in den Geweben, wo der Stoffwechsel durch die Wände der dünnsten Gefäße, Kapillaren, stattfindet. Sie durchdringen wie kleine Spinnweben den gesamten Körper eines Menschen. Aus diesem Grund entsteht Blut an der Einstichstelle, wenn sie mit einer Nadel an irgendeiner Stelle des Körpers stechen. Es gibt so viele Kapillaren, dass ihre Länge, wenn man sie in einer geraden Linie anordnet, 70.000 Kilometer erreichen würde, sagte Nishi. Kapillaren mit Blut versorgen die Zellen mit nützlichen Substanzen und entfernen Zerfallsprodukte daraus. Laut Nishi sind diese Prozesse in einem gesunden Körper im Gleichgewicht. Mit dem Blut erhalten die Zellen so viele Nährstoffe, wie sie benötigen. Und die gleiche Menge an Zerfallsprodukten wird entfernt. Wenn die Kapillaren ihrer Arbeit nicht mehr gewachsen sind, ist dieses Gleichgewicht gestört. Wenn die Kapillaren ungesund sind, ist zwangsläufig auch der gesamte Organismus ungesund. Nishi argumentierte, dass die Ursache fast jede Krankheit in den Kapillaren liege. Da die Kapillaren 50 mal dünner als ein Haar sind, verstopften sie schnell durch Zerfallsprodukte und erfüllen bei einem ungesunden Lebensstil ihre Funktion nicht mehr. Daher empfahl Katsuzo Nishi, die Heilung des gesamten Organismus mit der Heilung der Kapillaren zu beginnen. Wenn die Kapillaren erkrankt sind, erhalten die Zellen auch weniger Nahrung. Wer an Durchblutungsstörungen leidet, spürt oft, wie seine Beine anschwellen, seine Handflächen und Füße erfreien und Schwindelgefühle auftreten. Wenn dieses Problem nicht gelöst wird, können sie im Laufe der Zeit schwere Krankheiten wie Arteriosklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall, Krampfadern und andere entwickeln. Wie kann die Arbeit der Kapillaren verbessert werden? Von den Naturheilmitteln eignen sich hervorragend frische rohe Früchte und Beeren, insbesondere Blau- und Rote, Spargel, Karotten, Kohl, Melone, Bohnen. Möglichkeiten zur Verbesserung der Kapillaren.
Laut Nietzsche ist das rhythmische Schütteln des gesamten Körpers der beste Weg, die Kapillaren zu verbessern. Laufen oder zügiges Gehen sind für eine solche Auffrischung ideal. Bei diesen Aktivitäten ziehen sich die Kapillaren stärker zusammen. Die Durchblutung verbessert sich. Das Blut beginnt schneller durch die Organe zu fließen und sie zu reinigen. Belastungen wie Laufen und zügiges Gehen werden jedoch nur von gesunden Menschen gut vertragen. Aber auch für solche Leute würde ich empfehlen, nur auf hartem Untergrund, Boden, asphaltierte Straße zu laufen, aber nicht auf Sand. Denn das Laufen auf weichem Untergrund kostet viel Energie und belastet das Herz-Kreislauf-System stark, bemerkte Katsuzo Nishi. Welchen Ersatz zum Laufen bot der Wissenschaftler denjenigen an, die nicht gute Gesundheit haben? Erstens kann es das Laufen auf der Stelle sein. Dies ist ein großartiges Hilfsmittel, das die Kapillaren dazu bringt, ihre Arbeit zu erledigen und den Körper nicht wie beim normalen Laufen erschöpft. Man kann sich kaum ein nützlicheres Heilmittel vorstellen als das Laufen auf der Stelle. Beim Üben dieser Methode müssen Sie Ihre Hände so weit wie möglich entspannen, damit sie wie Peitschen baumeln. Auch die Beine sollten nicht belastet werden, Sie sollten sich an den Knien leicht beugen lassen. Bei dieser Übung müssen Sie Ihre Beine nicht hochheben. Schließlich wird das Ergebnis dabei nicht durch Kraft erreicht, sondern durch leichte Hüpfbewegungen, die den ganzen Körper erschüttern, erklärte Katsuzo Nishi. Sie müssen entspannt auf der Stelle laufen und Ihre Füße kaum vom Boden heben. Der Wissenschaftler empfahl, mit dem Laufen mit einigen Sprungbewegungen zu beginnen und diese täglich zu steigern. Nach und nach wird diese Übung immer einfacher. Die Durchblutung verbessert auch die Bogensehne. Übung. Um sie auszuführen, müssen Sie mit den Händen am Körper knien. Dies ist die Ausgangsposition. Dann sollten Sie Ihren Rücken nach hinten beugen und mit den Händen die Knöchel beider Beine greifen. Halten Sie diese Position 5 Sekunden lang und kehren Sie dann in die Ausgangsposition zurück. Führen Sie die Übung 13 Mal täglich durch, je nachdem wie Sie sich fühlen und wie alt Sie sind. Und zum Schluss noch eine Übung von Katsuzo Nishi, die für alle Menschen geeignet ist, auch für bettlägerige Menschen. Der Wissenschaftler nannte es Revitalisierung der Kapillaren. Laut Nishi verstopfen die Kapillaren in den Gliedmaßen eines Menschen schneller als andere Körperteile mit Zerfallsprodukten. Sie ziehen sich seltener zusammen und stoßen das Blut schlimmer durch. Zusätzliche Vibrationen helfen, die Kapillargefäße der Arme und Beine wieder zu beleben. Dazu müssen Sie Ihre Beine und Arme schütteln. Am besten tun Sie dies, indem Sie auf der Rücken liegen, die Arme nach oben strecken und sie einige Minuten lang schütteln. Indem wir die Blutzirkulation in den Kapillaren der Gliedmaßen verbessern, verbessern wir sie im gesamten Körper, da die Blutgefäße ein einziges System darstellen, erklärte Katsuzo Nishi.